Was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen bei Lebenswelten-Wanderer. Ich habe ja die Formatreihe 3 Tipps für Studierende oder 3 Tipps für Berufsanfängerinnen. Ich habe die jetzt etwas abgewandelt, als ich mich mit Lukas von Saku Talks getroffen habe. Er ist unter anderem Influencer, YouTuber, arbeitet noch als Kameramann und er ist ein Mensch mit Behinderung. Und genau das macht es nämlich so interessant. Er ist selber Empfänger von sozialarbeiterischen Leistungen und da dachte ich mir, frage ich ihn doch einfach mal, welche Tipps er für uns Sozialarbeiterinnen hat. Ich finde die Perspektive wahnsinnig interessant, um einfach mal zu schauen, wie Betroffene selbst oder Empfängerinnen selbst über soziale Arbeit sprechen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet und viel Spaß mit dem Video. Genau, sagen wir erstmal ganz kurz, wer du bist. Also ich bin Lukas Krämer, auf YouTube heiße ich Saku Talks. Dort betreibe ich einen Kanal über das Thema Behinderung. Das heißt, du hast auch selber eine Behinderung, richtig? Genau, das stimmt. Ich habe eine geistige Behinderung, weil ich mit 4 Jahren die Meningitis bekam. Mit 4 halt eben. Da hat er bei mir einige Gehirnzellen damals beschädigt. Hast du Kontakt zur Sozialarbeiterin? Ja, Kontakt in diese Richtung habe ich. Zum Beispiel mein Betreuer ist in dem Bereich tätig. Du bist also ein Empfänger von sozialarbeiterischen Leistungen. Du bist ein, manche nennen es Klient, manche nennen Adressat, ich nenne es gerne Nutzer oder Nutzerin. Hast du 3 Tipps für uns? Was wünschst du dir von uns Sozialarbeiterinnen? Klar, gerne. Dann auf jeden Fall auf diese Person, auf die Bedürfnisse von dieser Person, einfach darauf eingeht, gucke, was braucht diejenige jetzt oder man kann auch mit der Person einfach sprechen. Was können wir denn so machen heute zum Beispiel? Der nächste Tipp wäre zum Beispiel, ja, vielleicht direkt in eure Aufgabe reist, vielleicht gucken, wenn derjenige auf den ersten Arbeitsmarkt will, ob man ihn dabei noch zusätzlich fördern kann. Oder wenn es um Probleme geht, beispielsweise Behindertenwerkstatt, Beispiel, das ist bei mir ein ganz großes Thema, da man auch sich dafür ein bisschen einsetzen tut. Das sind so meine 3 Tipps. Vielen, vielen Dank. So simpel können die Tipps sein. Das hört sich jetzt in erster Linie total obvious an, aber sie zu befolgen ist manchmal schwieriger, als man denkt. Lukas hat noch ein kurzes Interview mit mir geführt über meine Arbeit. Habe ich ja noch nicht so oft hier drüber gesprochen. Ich glaube noch nie so richtig. Lasst ein Abo bei dem jungen Mann da. Genauso wie ich kann er jede Unterstützung gebrauchen. Macht wirklich einen Hammerjob. Er ist Aktivist für Menschen mit Behinderung. Aber das werdet ihr alles noch nächste Woche sehen, wenn das Interview mit dem jungen Mann kommt. Also, passt auf euch auf und wir sehen uns.